Heute überrasche ich meine Kindheitsfreundin Paula, indem ich ihr ein Lied zeige, das ich für sie geschrieben habe. Das Ganze wird ein Überraschungstag für sie. Mit versteckten Kameras ist der begleitet. Ich habe keine Ahnung, wie sie reagiert. Es kann sein, dass sie total überfordert ist und es blöd findet und einfach weggeht. Glaube ich nicht. Hoffentlich. Wir holen sie ab zusammen mit einem Van. Da haben wir fancy Sekt platziert. Wir haben sehr, sehr viel zusammen erlebt. Ich hoffe, dass sie das ähnlich berührt wie mich. Überraschung ist eine kleine Massage. Paula ahnt immer noch nichts an diesem Punkt. Dann fahren wir zu einem Café. Ja, und dann steht da ein Karottenkuchen. Ich habe das Ganze hier auch nochmal kurz mit meinem Handy gefilmt. Dann fahren wir zum Kalasch. Hier bekommt Paula jetzt die Augen verbunden. Dann kriegt sie auch noch die Kopfhörer auf. Als ich das Lied geschrieben habe, ist mir das eigentlich erst so richtig bewusst geworden, was für ein Anker ich mit ihr in meinem Leben habe und auch immer hatte. Und vor allen Dingen immer so eine Flucht in eine leichtere Welt irgendwie. Ich trau mich nicht. Ich würde dir gerne was zeigen. Beste Freundin, unverwundbar, ich hab geweint an deiner leichten Schulter, als jede Sommersprosse noch für einen Wunsch stand. Paula war immer da. Na, ich wollte dir halt sagen, dass du eigentlich immer irgendwie manchmal so der einzige Mensch warst, mit dem ich immer noch so weiter gelacht habe. Wir haben halt immer gelacht, weißt du? Ja.
War fatal auch. Ja. Und involviert sind auch ziemlich viele Menschen. Guck mal hinter den Vorhängen.